So. Da ist noch was. Mehr Licht wäre gut. So. Was habe ich denn da? So. Okay. Aufnehmen. Das nehmen wir mal mit. Nicht. Ich wäre dankbar, wenn ihr nicht immer verschwinden würdet. Lass dich töten, bitte. Danke. Ja. Ach, hier wie so komische, giftige Gaswolken oder was? Alter, lass mich hier raus! Ich hasse euch. Ich hasse euch zutiefst. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Alter, bleibt doch mal an Ort und Stelle, ey. Ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg, ich will hier weg. So. Was ist das? Bist du hässlich? Was ist denn für ein ekelhaftes? Oh, nö! Oh, lecko, funny. Warum verfolgt mich dieses Viech? Ey. Was willst du von mir? Nee, lass mich. Lass mich, nee. Ich bin weg. Lass mich. Nein, 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 lass mich in Ruhe, bitte. Ich komme mir eh nicht mehr lebend raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier weg. Ich will sterben. Das wird doch nichts. Ach komm. Ja, komm! Soll ich den denn besiegen? Bin mir auch nicht sicher, ob ich dem wirklich irgendwas Schaden mache. Glück.
Ach komm. In 3 Jahren sind wir immer noch nicht fertig. Ach komm, Lecko Funny. Geh wem anders auf den Keks. Ich bin so nervös, dass schon wieder überjuckt. Oh Gott. Oh. Ach komm. Immer auf da, ja. Das. Der braucht, glaube ich, nur mindestens ein oder zwei miese Angriffe. Das ist richtig. Oh Gott. Ich bin weg da. Verschwinde. Ach komm. Mobb mich nicht. Gibt es irgendein Öl gegen den? Nein, nein, schlag mich nicht. Ich glaube, der ist sauer. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. Wie schlimm ist, dass er jetzt plötzlich hier hochkommt. Woher blieb er da immer unten? Ich mach alles nur nicht der komischen Angriff. Okay, weg! Du musst die Hälfte schon weg, ja. Oh! Alles gut. Besser, wenn das wenigstens ein Boss wäre. Nein, es ist einfach nur ein starker Gegner. Warum habe ich vorher nicht nochmal meditiert? Nein! Gott, ich hab ihn bald. Wir haben jetzt nur nichts mehr zum Heilen. Nein, nein, nein! Scheiße, ja stimmt, Quen hätte ich auch noch gehabt. Oh Gott. Scheiße.
Dass er sich nicht gegen hat. Oh Gott. Der ist. Ja, ich glaube, dann wäre ich. Ich wäre heulend in der Ecke versunken. Oh, Greifenrüstung. Greifenhose. Greifenstiefel. Greifenhandschuhe. Sehr schön. Greifenrüstung. Da. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Warte, meditieren. Wer weiß, was noch kommt. Ich trau dem Ganzen hier nicht. Das und bitte einmal speichern. Danke. Jetzt kann ich beruhigt weitermachen. Nee, hier brauche ich nicht. Hier unten noch irgendwas. Nee. Ja. Rüstzacker von Sintra nehmen wir mal mit. Wo ist denn das andere Viech da? Hallo, Gerrit? Ach, so ein komisches Vampirviech. Okay. Komme ich jetzt lebend aus dieser Höhle wieder raus? Hat jemand eine Illusion geschaffen? Ah. Der Typ hat wieder so Ähnlichkeit mit dem komischen Detektiv aus dem ersten. Oh, Tageslicht. Ich sehe Tageslicht. Lass mich raus. Gut, so wie weit ab vom Schuss bin ich? Gar nicht so weit. So, und da oben kriege ich jetzt wahrscheinlich auch einen auf die Fräse. Komm! Geralt! Bitte! Also, du hast gegen Waldschrat gekämpft. Da kannst du auch hier einmal kurz die Bergbesteigung machen. Magie. Ein Ort der Macht. Fertigkeitspunkt. Wunderbar. So. Gehen wir schön weiter runter. Und jetzt auf zum Baron. Wahrscheinlich brechen wir uns jetzt noch die Knochen. Ein Füßchen. Ach. Mit einer Kiste. Jo, nehmen wir mit. Nein, bitte einmal da lang. Und wo ist der Baron? Da. Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um zwei Niemander aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen Sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Ach, das ist der sein Oder. Wo sind Sie hin? Ob gesäbelt hat. Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Wir müssen den Sumpf durchqueren und diese verfluchten Mumen erledigen. Warum habe ich das Gefühl, dass das nach hinten losgeht? Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Ja, schön wär's. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Ich glaube, das ist ja eher weniger, ne? Vor allem, wir haben die Mumen bereits gesehen. Wir wissen, dass sie existieren. Wobei ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen, weil sie nicht gerade ansehnlich waren. So, Leute, könnt ihr ein bisschen schneller joggen?
die brauche ich nicht. Hat er gerade gesagt, harter Kampf? Kämpf gegen Waldschrat. Das ist ein harter Kampf. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Irgendeine Angst aus deinem Mund, Grillenbärtig. Was? Ich? Angst? Boah, Leute. Weißt du, die joggen hier so gemütlich lang. Statt mal in die Pötte zu kommen. Da vorne ist es. Könnt ihr ein bisschen schneller gehen. Auch wenn ihr nicht mehr die Jüngsten seid. Nein. Wo kommen solche Ungetüme woher? Wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Ey, wir Frauen können auch gut saufen, ja? Und wir sehen nicht alle aus wie diese komischen Wasserweiber. Viel, nicht alle. Ja, Gemetzel! Warum bist du hier? Ich erzähle dir später. So, ich helfe mal hier ein bisschen nach, ne? Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Nicht deinetwegen. Verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das du brauchst mein klärendes Gespräch. Die nicht anrühren, niemals. Das lasse ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Klärendes Gespräch. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Wie so ein kleines Kind. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch. Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt die Soro? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha, woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsuch das Dorf. Ich kann da überhaupt richtig gucken, wenn er da diesen Strieben auf der Nase hat. Wie cool ist das, erwartet uns. Echt? Ich habe ja so ein bisschen Angst gerade.
nicht. Na. Hier drüben! Warum hat sie eigentlich dieses Mützchen da auf, dieser Baron? Hey, zurück mit dir, Stinker. Stinker! Frisch und warm. Stinker, mein Name ist Stinker. Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Was geht bei dir? Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh. Mutter. Hab Erbarmen. Okay. Aber ich hab gebeten, gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her, ich schrub es nochmal. Schrub es sauber. Mutter! Das klingt nicht gut. Passt auf. Das klingt gar nicht gut. Was war das? Wölfe vielleicht? Wölfe? Waren auch keine. Macht euch bereit. Keine Rettung. Keine Hoffnung. Okay. Die gehen ja noch. Was bist du? Ein Zebrapudel? Also vom Schwanz her könnte das echt ein Pudel sein, der rasiert wurde. Ich sehe nichts mehr. Alter, Leute, was macht ihr alle hier hinten? Der Baron gerade tot. Unfall? Au. Ah, ich sehe wieder was. Dieses Zebra-Hirsch-Pudel-Ding, ne? Verpiss dich! Verpiss dich! Alter! Nein! Geh weg, ey! Ach komm, steckt euch eure scheiß Brühe sonst wohin, ey! Ja! Der liegt aber etwas unvorteilhaft. Was war das? Lecker Brühe. Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen. Kämpft man eigentlich nochmal gegen die Mumen? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Aber sie wollte ja von dir weg. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen. Sie ist doch gar nicht entscheidungsfähig. Sandkuchen. Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Danke. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Was will ich denn machen? Es ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen?
bleibt sie für immer so. Es tut mir leid. Es gibt einen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt. Du triffst den Nagel auf Kopf. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Ich mag diesen Kult nicht. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern? Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben. Naja gut, aber wenn die Frau fremd geht, dann ist es doch natürlich, wenn der Mann es wird alles gut durchdreht. Wenn er die Frau geliebt hat. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten. Und wenn sie wieder sie selbst ist, ja gut, es kann auch sein, dass er gelogen hat, ja, aber... Schwöre es. Gott, du hast Familienwahnsinn, mein Wort, ey. Kind. Einfach zu viel Drama. Ja, wir haben irgendwie Dreck am Stecken, ja. Definitiv. Wir wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer schützen. Ach komm, lass mich mit dem ewigen Feuer in Ruhe. So. Gut. Wir haben immer noch das hier. Jede Menge Nebenquests. Ich komme ja aus Novigrad, komme ich doch bestimmt auch wieder raus, oder? Wenn ich dahin gehe. Das ist dann bitte hoffentlich nicht wie in einem anderen Spiel, wo man dann nicht mehr aus der Stadt rauskommt. Hoffe ich. Weil sonst würde ich eigentlich erstmal gerne nach Novigrad. Bevor ich hier die ganzen... Ich meine, wir müssen hier sowieso noch unendlich viel machen. Ja, ich will auch keine Schnellreise machen. Alles gut. Sonst viel aus. Okay, gut. Ja, dann würde ich erstmal nach Novigrad. So. Wir konnten das weiter tun. Der Hexer auch. Wenn ihr jemanden kriegt, dann viel weit hatte ich auch nicht gespielt, dass jemand so fertig gemacht hat. Das ist echt cool. Ja, für mich ist das ja alles schon blind quasi. Das hier kenne ich alles schon gar nicht mehr. Also ich hatte bei meiner ersten Runde, ich hatte die Sachen mit Kira Metz hatte ich noch durch. Den Baron zum Beispiel kannte ich halt gar nicht mehr und ich hatte halt einige kleine Nebenaufträge. Wie diese eine Quest mit diesen Werwölfen. Oder mit dem einen Werwolf. Das hatte ich auch noch gemacht. Aber sonst... war da nicht viel. Ich kam halt damals überhaupt nicht in das Spiel rein. Mittlerweile... A few moments later. Mittlerweile geht das eigentlich. Kommt eigentlich ganz gut klar, glaube ich. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich fast jeden Tag jetzt gerade gespielt habe. Heya! Die kommt nicht mehr raus. Nee. Ich bleibe hier für immer. Auf diesem Pfad gibt es Süßigkeiten. Also so, jetzt.
Außerdem möchte ich einfach nur Triss wiedersehen gerade. Ich bin einfach nur zu Triss. So. Sehr schön. Warum? Und viele, viele Ohren. Oh, hör auf mit den Ohren. Ich fand die Szene vorhin so ekelhaft, wo er sich das Ohr abgeschnitten hat. Das war... Nee. Das war echt... Nicht schön. Aber was ich echt cool fand, war vorhin halt die Quest mit Leto. Die fand ich echt geil. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir den nochmal wiedersehen. Umso mehr freue ich mich, dass ich den zweiten Teil gespielt habe. Interessiert mich Jennifer. Den Triss tatsächlich. Ich werde mit Jennifer einfach nicht warm. Vielleicht wird es anders, wenn ich die Bücher gelesen habe. Aber bisher, ich kann Jennifer irgendwie nicht ab. Also, sie ist eine schöne Frau. In der Serie wird sie auch echt super gespielt. Aber ich werde mit dieser Frau nicht warm. Nee. Also seit Witcher 1 bin ich komplett Triss. Also ich, alles was da an Liebelei ist, alles mit Triss. Sonst hätte ich abschalten müssen. Oh. Nee, keine Angst. Definitiv Team Triss. Ich finde sie halt auch, von der Art und Weise her finde ich sie einfach blöder. Ich finde, sie passt in dem Punkt auch besser zu Geralt. Schneller. Bei Yennefer habe ich das Gefühl, sie kommandiert halt gerne rum und ist so eine richtige Zicke. Und ich kann Frauen nicht ab, die zicken. Ich weiß, ich bin selber eine Frau und auch ich habe Phasen, wo ich zicke, aber was Yennefer da teilweise. Nee. Bah. Einfach nur nein. Noch mehr Wildhunde. Alter, was will denn da für eine Schlange an roten Punkten hinter uns herziehen? Hier kümmern wir uns bald auch noch um die ganzen Monsterchen. Nur erstmal möchte ich... Ich möchte erstmal Triss wiedersehen. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht keine elendig lange... Umreiserei wird. Ich will einfach nur zu meiner Triss. Ey, weg da. Komm schon. Ja, Geralt, du kannst eh gerade nicht galoppieren. Einmal da durch. Lass mich raten. Ich muss gleich schwimmen. Jetzt werde ich die Karte suchen rechts. Ah, stimmt, ja. Stimmt. Mach langsam.